Ja, und mein heutiger Ehemann, damaliger Lebenspartner, Lebensabschnittspartner, der hat gesagt, also wenn du was auf die Beine bringen willst, dann musst du noch mal studieren. Da war ich 43, da habe ich gesagt, du, mein Abitur liegt jetzt 20 Jahre zurück, über 20 Jahre. Ich sage, ich studiere, ich habe mich jetzt 14 Jahre mit meinen Kindern unterhalten. Ich sage, also ich war ja auch in gar, ich wollte auch nie wieder eine Prüfung, ich wollte mich keinen Leistungsanforderungen mehr aussetzen müssen. Doch, doch, mach das und du schaffst das und was weiß ich. So, naja, dann habe ich mich drängen lassen, habe einen Antrag auf Immatrikulation gestellt. Mein Mann hat, wir haben gemeinsam studiert. Wir sind auch beide genommen worden, weil wir so alt sind. Wir haben so viel Wartesemester, dadurch haben wir einen super Durchschnitt gehabt. Und ja, ich habe dieses Studium begonnen, aber immer, ich bin mit der Einstellung rein, ich suche weiter nach einem Job und wenn mich was finde, dann haue ich das Studium hin. Hatte mich zwischenzeitlich in meinem Beruf, ich hatte ja einen Berufsabschluss, habe aber auch keine Lust gehabt, in irgendeiner Kabine 8 Stunden die Leute da zu behandeln. Das wollte ich dann auch nie. Vielleicht auch von einem sehr hohen Ross, wo ich dann saß. Der Leidensdruck war noch nie groß genug. Ich habe mir in meiner Wohnung dann, habe ein Zimmer freigeräumt, habe mir eine Ausstattung gekauft für ein Kosmetikstudio, habe dort während des Studiums, dachte ich, na, arbeitest du selbstständig, keine Ahnung von Marktanalyse, von Kundenakquise, von nichts. Dachte, naja, hängst ein Schild draußen dran, werden die Leute schon kommen. Ich hatte ja auch keine Zeit, musste ja studieren. Ich weiß nicht, ich hatte 2, 3 Kunden, es war also nichts. Habe das nach einem Jahr wieder verkauft alles. Meine Kinder waren froh, sie konnten dann jeder ein Zimmer haben. Und ja, dann war im Prinzip das Grundstudium fast durch. Ich habe mich immer noch so, naja, und ich gucke immer mal weiter und habe mich dann auf eine Stelle bei der Stadt beworben, wo ich dachte, die ist doch wie gemacht für mich. Da war so eine Koordinationsstelle zwischen Sportgymnasium und Schulverwaltungsamt, also so eine Schnittstelle Sportschule. Und habe da meine erste Bewerbung in meinem Leben geschrieben. Das war schon eine Herausforderung. Bin auch eingeladen worden zum Gespräch. Und dann kam ich da ins Rathaus und da saßen schon dort vorne oh, etliche ehemalige Sportler. Dachte ich schon, aha, oh. Gut, Gespräch war nicht schlecht. Da saß die Direktorin vom Sportgymnasium, die ich nur gut kannte, und noch ein paar andere. Und dann habe ich eine Absage gekriegt. Das hat mich so getroffen persönlich. Also ich war ja, andere schreiben 30 Bewerbungen, kriegen 30 Mal eine Absage. Ich habe eine geschrieben und eine Absage und da dachte ich, nee, das konnte ich, das habe ich wirklich persönlich genommen, weil ich da war überzeugt, mich müssen sie doch nehmen. Ja, gar nichts war so. Und das war so für mich der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt mache ich das Vordiplom und dann studiere ich fertig. Und damit hat das Studium richtig Fahrt aufgenommen. Und ich habe mich dann eben, ich hatte eine andere Haltung. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe das mit sehr gut absolviert und hatte das große Glück. Ich habe ein langes Praktikum gemacht während des Studiums bei einem freien Träger in der Gemeindepsychiatrie. Und das hat mir gut gefallen, weil ich das erste Mal in einem Team gearbeitet habe, die mir auch gesagt haben und haben spüren lassen, wir freuen uns, dass du da bist und es ist schön, dass du auch jeden Tag kommst. Also ja, früher als Einzelkämpfer war ich ja wirklich immer nur alleine unterwegs, mit Ellenbogen raus, das war dort nicht so. Das hat mir erst mal gut getan. Und da habe ich gesagt, hier könnte ich mir auch vorstellen, als Berufseinsteiger anzufangen. Bei euch werde ich mich bewerben, wenn ich fertig bin mit dem Studium. So. Und dann bin ich ehrenamtlich noch dort geblieben. Es nach dem Praktikum musste dann erstmal die Diplomarbeit geschrieben werden und dann noch die Fachprüfung. Und dann kam ein Anruf. Ach, kannst du nicht schon bei uns anfangen? Eine Kollegin ist weg und wie werden das? Und das war aber noch mitten im Diplom. 30 Stunden Diplomarbeit schreiben und dann haben wir noch ein Haus gebaut. Und da habe ich aber gedacht, weil ich dachte, ich habe gedacht, yes, die wollen mich, ich musste mich nie bewerben und nichts. Ich sage, ja, mache ich, klar, mache ich. Und habe das dann praktisch, hatte dann die Vorgabe, bis wann ich das Studium fertig haben muss. Habe das Studium beendet, bin dort eingestiegen und ich bin heute noch bei dem Träger.